Da muss ich nochmal schnell einen bauen. Bevor wir los können. Ach, ich hatte ihn ja noch einen dritten. Die vier. Was brauche ich denn dafür? Nicht den grün. Danke der Nachfrage. Interior Plate. Achso, ich hab den nicht dabei. Was jetzt auch rein? Ja. Ich brauch noch. Hier komm. Jetzt. Ey, das gibt's doch nicht. So. Jetzt aber. Interrupts gleich drin, dann brauche ich 35 Construction Components und 20 Small Steel Tubes. Okay, 95. Ne, 20. Und von den Construction. Komm, das gibt's ja nicht. Zuvor Construction Components 35. Alle von denen habe ich ja richtig viel. So, zwei Motoren und ein Display. Das dürfte ich jetzt alles haben. Ohne Probleme. Genau, Display. Eins. Und zwei Motoren. Da. Ich weiß, dass es gereicht hat, die drei wegzumachen, aber ich habe lieber mal alles gemacht. So, dann zwei Computer und fünf Construction Component. Und eine Interior Plate. Ich habe keine mehr, ne? Ist egal, das reicht auch so, um den fertigzustellen. So, Small Steel Tubes, Motor, Display, fast. So. Und ich muss kurz meine Energie aufladen. So, 50 reicht jetzt erstmal, um das kurz fertig zu machen. Es gibt Wasser auf meiner Tastatur, sich da doch ein bisschen was verschüttet. So. So, da packe ich jetzt erstmal nur die Metal-Komponenten. Ach, scheiß drauf. Sortieren tue ich das irgendwann anders offscreen, weil das will sicher keiner sehen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ich das einfach umräumen. So. Dann noch einer von den Metal-Komponenten und dann war es das auch schon. Mit den Metal-Komponenten. Ah, das sind auch Interior Plates drin. Das ist doch perfekt. Dann kann ich nämlich die Interior Plates gleich noch in die Kiste verbauen. So, komm. Ist halt nervig, dass der Weg so lang ist. Also wenn das jetzt so, zack. Zicken, zick, das wäre natürlich praktischer. Kann man nichts machen, ne? Ich habe versucht zu schieben, geht nicht. Bin ich denn noch so? Ich bin noch bei Metal Grid. Bin ich noch im Rückstand? Ah, das hole ich jetzt alles ziemlich schnell auf. Was ist Metal Grid gebaut? Ach, die Teile. Ah, aufgeholt.
Rein damit. So, es fehlt nicht mehr viel. Noch ein paar Interior Plates, ne? Genau. Aber ich glaube, davon kann ich auch nicht sehr viel mitnehmen. So. Die ist drin. Und ich kann immer 50 mitnehmen. Es sind 200. Ich glaube, es sind 200. Da. Ja, 100. Also viermal noch. Das ist die 1. Und die 2. 2, 2, 2. Immer noch 2. Mach doch mal hin. Ich will auch nicht damit fertig werden. 3. Okay, dann eben doch noch 3. Kann sein, dass das rausgefallen ist, aber ich glaube gar nicht, wie wenig dass ich mich das jetzt gerade interessiert. So, dann lade ich mich auf, schalte Beacon an und dann kann ich mir gleich das Business Ship holen. Business Shipman. Vorausgesetzt hat, es ist noch da. Hier gleich. Der Beacon. Jetzt reicht das noch für 2 Stunden. Ach, das reicht locker. So. Business Shipment. Ich beschleunige und dann mache ich Z und mache die Dämpfers aus. Also die Dämpfer. So, ich finde es auch noch nicht ganz auf höchste Geschwindigkeit, aber fast. Also die 10 Meter pro Sekunde mehr machen jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ich muss mich nochmal kurz umsetzen. So, warum tue ich mich dann eigentlich immer wieder anders hinsetzen, damit ich mich wieder umsetzen kann? Oh Gott, das ergibt gar keinen Sinn. Naja. So, bin mal gespannt, was das für ein Schiff ist. So, es ist in Bewegung. Das heißt, es wird nicht leichter reinzukommen. Aber es wird funktionieren. Erstmal abbremsen und dann wieder Gas geben. So, Hälfte, Hälfte. Oh, das sieht geil aus. Ich weiß selber noch nichts über die Schiffe. Also, das ist auch das erste, das ich selber mir mal angucke. Von nahen. Wo kommt man rein hinten? Ja. Ich schalte die Dämpfer aus. An. Aus. Nein. Ja, aus. So. Jetzt kann ich nämlich hier, wenn ich jetzt auf der Geschwindigkeit bin, dann bin ich so schnell wie das Schiff und kann von da aus navigieren. Das gibt's doch nicht. Ich möchte aber die Tür nicht kaputt. Ach, scheiß drauf. Kann ich irgendwie drauf zugreifen und mir dann den Access geben? Nee. Okay. Die Tür brauche ich dann gleich wieder hin, also werden die Teile auch wieder verwendet. Was ist das denn für eine Tür? Oh, Alter, die hält einiges aus. Warum geht die denn so langsam kaputt?